Geschaffen zur Arbeit ist genau der Titel, den man sich am Sonntagmorgen wünscht, oder? Eine neue Serie, der heilige Alltag, und dann kommst du her als 19-jähriger Abiturient in den Abi-Prüfungen und überlegst dir, wozu bin ich hier, wo geht mein Beruf hin, was soll ich machen? Und dann sagt dir so ein Prediger im ICF, du bist geschaffen zur Arbeit. Ist sehr ermutigend, sehr aufbauend. Nun ist morgen natürlich frei, das ist schön, habe ich in der Vorbereitung gar nicht dran gedacht, aber oft ist der Sonntagabend für manche so ein bisschen der beklemmende Abend in der Woche. Und weil du so überlegst, die Woche wird jetzt wieder anfangen, wie sind die Kollegen drauf, ich habe letzte Woche nicht alles geschafft, wer weiß, wie die Lehrer sind. Und dann ist es oft so ein bisschen mies. Und Montagmorgen, dann ist der Berufsverkehr oft viel länger als in den anderen Tagen der Woche. Also bei mir zumindest. Und es ist schwerer, aus dem Bett rauszukommen. Es ist oft der Montagmorgen wirklich ein bisschen oll. Und dem wollen wir uns stellen. Wir wollen in den Gottesdiensten dieses Gefühl von Beklemmung, von diesem Sonntagabend oder Montagmorgen, versuchen ein bisschen umzukehren, dass unser Blick auf die Arbeit, unser Blick auf unseren Alltag ein bisschen anders aussieht. Und dazu haben wir uns diese Reihe überlegt und ganz an den Anfang eine Frage, was glaubt ihr? Oder glaubt ihr, dass wir im Himmel mal arbeiten werden oder nicht? Also glaubt ihr, wenn wir im Himmel sind, ob man denn arbeitet oder nicht? Wer glaubt, dass wir dort arbeiten? Ganz intuitiv mal. Wer glaubt es nicht? Ja, also ich glaube, Tendenz ist hier eher, dass wir nicht arbeiten werden und ein Großteil das noch nicht genau beantworten kann. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube oder tendiere eher dazu, dass wir arbeiten werden. Und ich sage euch auch warum. Zum einen, weil in der Bibel so ein paar Stellen stehen, wo es da irgendwie darum geht, wie es im Himmel sein wird. Und dort geht es darum, dass Dinge passieren, dass wir auch regieren, dass es dort Verwaltungen gibt und so. Wo ich denke, das ist schon ganz interessant. Der zweite Punkt, da komme ich später ein bisschen mehr drauf, es gab auch im Paradies schon Arbeit. Und von daher denke ich so, wenn man den Ewigkeitsbogen spannt, dann könnte ich mir vorstellen, dass es im Himmel auch Arbeit gibt. Aber wenn du dann hörst, im Himmel könnte es Arbeit geben, das ist für die einen vielleicht diese Beklemmung gleich wieder, oh Gott, wirklich? Also im Himmel jetzt auch noch arbeiten, das ist ja schlimm. Oder für die anderen die Bestätigung, ja, nicht nur singen und chillen und grillen oder was auch immer, sondern da kann ich auch was tun, da kann ich anpacken und da passieren Dinge, da bewege ich mich, da passiert was. Und da tauchen wir ein, dass wir in diesen Wochen uns mit dem Thema Arbeit ein bisschen mehr beschäftigen. Wir schauen uns an, was es bedeutet, zur Arbeit geschaffen zu sein. Wie kann ich das Reich Gottes an ganz normalen Orten auch bauen, in der Woche, in meinem heiligen oder in meinem eiligen Alltag? Wie kann ich auf einer Arbeit Christ sein? Wie kann ich Rechnungen bezahlen, als würde das Gott gelten? Wie kann ich anbetend arbeiten? Das klingt ja auch irgendwie komisch. Wie kann ich an Orten arbeiten, wenn mein Chef von mir verlangt, mich zu verleugnen oder sich zu verleugnen oder zu lügen oder irgendwie Dinge zu tun? Wie kann ich den Spagat zwischen Burnout und Boreout, zwischen absolutem Workaholic-Tum und irgendwie gefühlter Faulheit, wie kann ich da diesen Spagat hinkriegen, dass ich da einen Rhythmus kriege? Wir schauen uns Beispiele an von Leuten, die aufgrund von ihrer Position in ihrer Arbeit einen Anteil hatten, die von Gott gebraucht wurden. Und das Thema ist uns deshalb so wichtig geworden, weil wir festgestellt haben, eigentlich der Großteil der Menschen, der Großteil der Christen arbeitet nicht in der Kirche. Also ist ja auch normal. Der Großteil, der ist an ganz normalen Arbeitsplätzen tätig. Und habt ihr eine Idee, wie viele Prozente das ungefähr sind, wenn man so die Christen, die Gottesdienstbesuche mal überschlägt? Ich habe eine Zahl gefunden, ob die stimmt, weiß ich auch nicht, aber 97% heißt es da. 97% der Gottesdienstbesucher haben einen ganz normalen Job. Ob das ein gesunder Schnitt ist? Nein, noch nicht. Ob das ein gesunder Schnitt ist, weiß ich nicht. Ob es das widerspiegelt, was wir an Arbeit in der Kirche haben, weiß ich auch nicht. Wir liegen ein bisschen drunter, könnten dann noch ein, zwei Leute mehr anstellen. Aber 97% der Christen, die arbeiten ihre 40, 50, 60 Stunden in der Woche nicht in der Kirche, sondern an ganz normalen Orten. Und in dem Kontext will ich nochmal sagen, Arbeit ist nicht nur die 40 Stunden Arbeitswoche, sondern Arbeit ist für mich unabhängig davon, ob das erwerbstätig ist oder normal oder also andere Sachen. Also nicht davon, ob du dein Geld damit beziehst, sondern das sind auch die Sachen, die du zu Hause tust. Selbst wenn du nicht arbeiten kannst, also wenn du nicht einen Beruf nachgehen kannst, weil du zu Hause bist oder weil du dich um deine Kinder kümmerst, Elternzeit machst, ob du dein Haus baust, das ist auch Arbeit. Ob du in der Selbstversorgung lebst, das sind auch Arbeiten, die wichtig sind, um die ich mich heute hier so drehe. Also um Arbeit im Allgemeinen, nicht unbedingt die Anstellung, die Erwerbstätigkeit. Aber 97% der Leute haben einen ganz normalen Job. Und was mir aufgefallen ist in der Kirchengeschichte, dass es immer wieder passiert ist, dass diese Führungselite von den Kirchen bis in die jüngste Gegenwart eigentlich hinein
teilweise bewusst oder irgendwas sowas rübergebracht haben, was die Leute, die in der ganz normalen Arbeit stehen, so ein bisschen runterdrückt. Also wenn man ganz normal arbeitet, dann hat man logischerweise nicht so viel Zeit, um den ganzen Tag in der Kirche was zu machen oder ehrenamtlich auch noch irgendwie sich zu erledigen. Und die wurden oft als zweite Klasse Christen abgestempelt und auch so behandelt, als ob man nicht so viel wert wäre. Man hat sich dann vielleicht immer schlecht gefühlt, wenn man denkt, naja, ich mache zu wenig und ja, ich predige halt nicht, also kann ich meine Berufung auch gar nicht richtig leben. Weil die Berufung, die man hat, die wir, die ihr, die jeder hat im Alltag, die wurde nicht hineingesprochen. Und wenn das ausbleibt, dann verkümmert da was. Und dann weißt du nicht, dass du einen normalen Beruf auch berufen sein kannst, wo du nicht die ganze Zeit predigst. Dann fühlst du dich irgendwann wie so ein Christ zweiter Klasse und oder der Worshipleiter irgendwie. Und das tragen wir oft mit uns herum. Dieses schlechte Gewissen, dass der Pastor oder der Worshipleiter irgendwie mehr wert ist vor Gott. Dass man ohne eine Bibelschulausbildung irgendwie gar nicht groß was ein Zeuge sein könnte. Wenn du nicht predigst, dann hast du auch nichts zu sagen. Wenn du deinen Kollegen nicht als Bibelventilator bekannt, also Bibelventilator sind die, die immer Bibelverse in den ganzen Raum reinschmeißen. Wenn du denen nicht so bekannt bist, dann bist du auch kein guter Christ. Und dann lebst du deine eigentliche Berufung auch nicht. Das sind so diese Denkweisen, die manchmal vorkommen. Und um diesen Graben zu füllen, um diese Lüge aus unseren Köpfen rauszuholen, um diesen Graben aufzufüllen, wollen wir diese Reihe machen. Wollen wir uns bewusster mit dem Thema Arbeit beschäftigen. Und wenn das ein Thema ist, was dich näher betrifft, wenn du sagst, es interessiert mich tatsächlich, Arbeit noch mal ein bisschen näher reinzugraben, dann empfehle ich dir diese zwei Bücher, Der Auftrag der 97%. Das Reich Gottes außerhalb der Gemeinde bauen und ein anderes, das heißt Berufung, eine neue Sicht auf Arbeit. Ich habe auch Kurzversionen davon, wenn man nicht so viel liest, wenn man nicht die Zeit dafür nimmt oder hat. Aber sehr interessant, kann man auch ein bisschen tiefer reinsteigen. Aber um uns zu zeigen, was für einen Wert, was für eine Relevanz ganz normale Arbeit hat, der ganz normale Alltag hat und wie er heilig sein kann, darum drehen wir uns. Und ich fange mal an mit ein paar Bibelversen. Arbeit in der Bibel, da gibt es ganz viel. Und in den Sprüchen habe ich mal drei Sachen rausgesucht, da wird die Arbeit gelobt. Das sind fast Lobeshymnen auf die Arbeit. Im Sprüche 10, Vers 4, wer mit träger Hand arbeitet, der wird arm. Die Hand der Fleißigen aber macht reich. Wer Vergnügen liebt, dem geht schnell das Geld aus. Immer gut essen und trinken macht niemanden reich. Erschwindelter Reichtum schwindet schnell dahin. Doch was man sich langsam erarbeitet, das wird immer mehr. Also da findet man ganz viele Sachen noch, kann man sich mal anstreichen über Arbeit. Wenn man ins Neue Testament schaut, dann entdeckst du, dass auch Jesus über Arbeit spricht. Er bezeichnet sich selber als Weingärtner, als Gärtner. Er sagt, er ist ein guter Hirte, also auch ein praktischer Job. Er benutzt in seinen Bildern ganz viele Gleichnisse aus der normalen Berufswelt. Also er spricht vom Ackerbau, der spricht vom Hausbau, er spricht vom Bankwesen, von der Finanzverwaltung, vom Fischen. Also er benutzt ganz normale berufliche Bilder. Er spricht nicht nur weit ab als Theologe, sondern er benutzt ganz normale Bilder, nimmt sich in den Alltag, in den normalen beruflichen Kontext mit hinein. Und er spricht darüber. Und ein Vers, den möchte ich heute in die Mitte stellen, weil für mich da ganz viel drin steckt, wie wir und warum wir zur Arbeit geschaffen sind. Das steht im Epheser 4, Vers 28. Und da heißt es, wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Also hier beschreibt die Bibel, dass es Menschen gab, die mussten ihren Lebensunterhalt durch Stehlen bestreiten, um für sich oder die Familie zu versorgen. Und Paulus sagt, wer das bisher gemacht hat und seinen Lebensunterhalt durch Stehlen, durch Klauen verdient hat, der soll damit aufhören. Der soll eine Arbeit anfangen, sich weiterentwickeln, soll fleißig sein. Streng dich an, verdiene was. Und zwar noch so viel, dass du sogar anderen etwas Gutes tun kannst. In diesem Text, da steckt nicht nur was für die Epheser drin, sondern ich glaube, dass der auch für uns was zu sagen hat, dass er auch in unsere Situation hineinspricht. Und er spricht, glaube ich, auch für uns Deutsche. Ich glaube, am Anfang kommen wir tatsächlich sogar darin vor, zumindest ein bisschen. Weil ich erlebe das oft, dass wir eher so eine Mentalität der Knappheit erleben. Wir erleben oft so eine Mentalität von Knappheit. Was meine ich damit? Wir haben eher vor Augen, was uns fehlt, wo der Mangel ist, wo es noch nicht ausreicht. Konkret vielleicht, wenn man in der Gruppe ist und es kommt jemand dazu, dann denkt man, es reicht nicht aus. Jetzt muss ich teilen, jetzt muss ich was abgeben.
Mein Mitbewohner lädt noch jemanden zum Mittagessen ein, na toll, dann wird es jetzt nicht reichen, kriege ich weniger Nachtisch. Oder Kuchen ist nachher aufgebaut, so ich muss schnell dahin, damit ich auch noch was vom guten Kuchen kriege, weil sonst reicht das ja nicht, dann kriege ich nichts mehr ab. Das ist oft diese Mentalität des Mangels, der Knappheit, dass wir denken, es gibt nur eine bestimmte Menge an Gütern und die reicht nur aus. Und wenn jemand dazukommt, dann hat jeder Einzelne weniger. Das ist die Mentalität der Knappheit. Aber Gott bringt dieses Prinzip von Wertschöpfung in die Welt und beschreibt sich durch die Bibel, dass es eine Wertschöpfung gibt. Und dieses Prinzip der Wertschöpfung findest du auch im Text. Denn wenn einer in die Gruppe kommt, dann kommt er nicht dahin oder soll nicht dahin kommen, um noch mehr rauszuziehen aus der Gruppe, um sich noch mehr davon zu bedienen, sondern um der Gruppe etwas beizutragen, der Gruppe etwas Gutes zu tun. Das ist das Prinzip der Wertschöpfung. Wertschöpfung bedeutet, dass wir schöpferisch tätig sind, dass wir die Menge an Gütern vermehren und nicht weniger machen, dass wir das Wohl des anderen im Blick haben und nicht die Sachen aussaugen. Die Bibel ist sehr krass, wenn die so manchmal spricht und die sagt zum Beispiel, Unternehmen oder Gruppen, die nur sich selber im Blick haben, Menschen, die nur sich selbst im Blick haben, haben eigentlich keine Berechtigung. Also da ist sie sehr deutlich und sagt, du verfehlst das Ziel, wenn du dich nur um dich selbst drehst, wenn du den eigenen Vorteil suchst. Da drehst du dich im Kreis, da verfehlst du das Ziel, du kommst nicht weiter. Wenn du Ressourcen bindest und verbrauchst, ohne mehr zu schaffen, dann verfehlst du das Ziel. Hier ist die Rede davon, Mangel auszugleichen, Dinge zu verändern, durch Anstrengung, durch Fleiß, durch Weiterbildung was zu bewirken, was die Not der Welt lindert, was Defizite auffüllt. Und wie gesagt, da geht es nicht nur um Erwerbstätigkeit, also nicht nur die Anstellung. Wenn man jetzt im Moment denkt, ich habe keine Arbeit, gibt es ja Zeiten, ist ja passiert. Aus welchen Gründen auch immer, ob das jetzt gesundheitlich ist, dass man nicht arbeiten kann oder psychisch oder physisch eingeschränkt ist und nicht arbeiten kann oder in einer Phase steckt, dann glaub nicht, dass du keinen Wert für die Gesellschaft hast, weil die Arbeit ist nicht Erwerbstätigkeit unbedingt. Also die Phase und die Erfahrung, die du machst in dieser Zeit, die sind vielleicht genau ein Beitrag, der anderen helfen kann, wenn sie in solchen Situationen stecken. Wertschöpfung ist nicht nur die Arbeit, die du konkret leisten kannst. Also Wertschöpfung ist nicht nur die Arbeit, ist auch Zeit als Beitrag, den du für die Gruppe gibst, den du für die Gesellschaft gibst. Das, was ich an unserer Gemeinde ganz gut mag, dass wir eine relativ schöne Altersstruktur haben, dass wir nicht nur die Jungschen unter sich oder nicht nur so ein Rentnerclub sind, sondern dass wir eine Bandbreite haben von Menschen, von Lebenserfahrung, weil da steckt ein riesengroßer Schatz drin, weil wir einander Orientierung geben können. Manchmal prägt man sich gegenseitig. Also es ist auch gut, was an Lebenserfahrung drin steckt. So, wie ist es eigentlich, trotz einer 40-Stunden-Woche, wenn du aus der Ausbildung kommst, nicht durchzudrehen und zu denken, wo komme ich hier noch klar? Wie ist es, wenn die Kinder aus dem Haus gehen? Wie ist es, wenn man die Eltern zu Grabe trägt? Wie ist es, wenn eine Beziehung zu scheitern droht, wenn ich aus den Schulden herauskommen will? Also da steckt ein Schatz in uns hier drinne, der ist enorm. Und das ist ein Mehrwert, das ist eine Wertschöpfung, die wir einander geben können. Und Wertschöpfung heißt eben, dass ich etwas habe, was ich anderen zur Verfügung stellen kann. Das muss nicht unbedingt Geld sein, das kann auch Zeit, das kann auch Erfahrung, das kann Geld sein, was auch immer. Und ich glaube, dass Gott uns in diesem Prozess der Veränderung von der Mentalität der Knappheit in dieses Prinzip der Wertschöpfung verändern hinein möchte. Dass er uns verändert, dass wir eben das, was hinter uns, dass wir hinter uns lassen, was oft so vom Mangel bestimmt ist, und dass wir gucken, was ist denn an Werten möglich. Vielleicht kostet das manchmal Anstrengung und Fleiß, diesen Fokus nochmal neu zu kriegen, neu aufzustehen und weiterzumachen. Und deshalb möchte ich über drei Punkte sprechen. Den Wert der Arbeit, das Wesen der Arbeit und die Würde der Arbeit. Was ist der Wert der Arbeit? Warum sollen wir eigentlich arbeiten? Und langläufig wird man wahrscheinlich sagen, na, um Geld zu verdienen, damit ich besser leben kann. Weil wir brauchen das Geld, um unser Leben zu erhalten. Aber wenn du die Bibel nimmst und mal reinschaust, dann findest du dieses Denken gar nicht so. Also dass Arbeit nur ein Mittel zum Zweck ist, um besser leben zu können, um deinen Lebensunterhalt zu verdienen und die Bedürfnisse zu stillen, dass der Wert der Arbeit darin läge, um eben Geld nur zu machen. Die Bibel geht weiter und sagt, der Wert der Arbeit liegt an der Arbeit an sich. Also wir brauchen die Arbeit, um unsere Berufung zu leben, um einen Sinn zu finden. Wir brauchen die Arbeit, um unsere Berufung zu leben. Und gerade wenn du eine Zeit lang nicht arbeiten konntest, also nicht in einer Erwerbstätigkeit drin stecktest,
dann merkst du, dass Arbeit mehr ist, als Geld zu verdienen. Weil dann fängst du an dir zu zweifeln, wozu bin ich noch da und wer braucht mich noch und gibt es überhaupt einen Platz für mich? Das geht nämlich tiefer, weil da sieht man, der Sinn der Arbeit, der Wert der Arbeit, der liegt tiefer. Der hat viel mit der eigenen göttlichen Identität zu tun, mit der eigentlichen Bestimmung. Weil Gott hat uns Menschen ja auf eine Art und Weise, hat dich ja auf eine Art und Weise gemacht, wie du tickst, wie du denkst, wie du fühlst, um das auch ausleben zu können, um die Talente, um die Gaben, um deine Art und Weise, wie du bist, auch leben zu können. Und deshalb hat Gott uns so gebracht, um uns in so eine Linie reinzubringen, zu sagen, ich beginne ein großes Werk, ich fange mit dir jetzt an und tue es weiter. Und wenn du manchmal so an Punkten bist im Leben, wo du überlegst, bin ich im richtigen Job oder wohin soll meine berufliche Reise gehen, dann finde heraus, wozu bist du geschaffen und wie bist du geschaffen, wie tickst du. Und dann halte das wie so eine Schablone mal drüber und guck, ob das passt oder wo könnte das hingehen. Aber ich mache öfter mal so eine Selbsttests und so eine Coaching-Treffen, wo man mal sagt, okay, man guckt sich mal an, wie muss so ein Arbeitsumfeld aussehen, in dem ich aufblühen kann. Und was passt auch nicht. Und ja, einfach um zu schauen, wie ist es und wo ist es und wo geht die Reise hin. Und so eine Checks sind wichtig, weil der Wert der Arbeit liegt in der Arbeit selbst, dass du den Plan, den Gott für dich vorbereitet hat, dass du ihn auch leben kannst und dass du dich nicht ständig verkrampfst, sondern dass du eigentlich so, wie du bist, dort hineingehen kannst und damit Gott die Ehre gibst und damit einfach das Beste rausholst, das Potenzial voll zur Entfaltung bringst. Also die Arbeit ist nicht der Zweck für etwas anderes, sondern damit Gottes Ziel mit meinem Leben klarer wird. Ja, über Pausen reden wir nochmal extra. Also ich habe gerade gedacht, manchmal denkt man ja, dass man dann noch mehr arbeitet, aber kommt nochmal extra, dass man auch Pausen braucht. Das ist sogar ein Gebot in der Bibel, also von den 10 Geboten eins, dass wir tatsächlich einen Sabbat, eine Pause brauchen, eine Neuorientierung, wo man vielleicht mal guckt, arbeite ich jetzt nur noch, um mich selber sozusagen zu verwirklichen? Das ist mich auch eine interessante Gefahr. Aber stelle ich mich jetzt in den Fokus oder stelle ich Gott in den Fokus? Stelle ich mich und meine Bedürfnisse, vielleicht wieder diese Mentalität der Knappheit, in den Mittelpunkt oder schöpfe ich Werte? Also treffe ich richtige Entscheidungen, treffe ich gute Entscheidungen, weil ich weiß, wo es hingeht, oder orientiere ich mich eher am Mangel? Also kommt aber nochmal extra. Das Wesen der Arbeit, der zweite Punkt. Was ist das Wesen der Arbeit? Ich habe da einen Bibelvers. Gott, der Herr, brachte also den Menschen in den Garten Eden. Er übertrug ihm die Aufgabe, den Garten zu pflegen und zu schützen. Und wenn du das liest und dir mal die Sache auf der Zunge zergehen lässt, dann kannst du fast staunen, weil Gott selber, der alles geschaffen hat, der letztlich Master of the Universe, der absolut über allem steht, der entscheidet sich, dem Menschen, also uns, eine Aufgabe zu übergeben, diesen Garten weiter zu bewirtschaften, ihn zu bearbeiten, ihn zu kultivieren und zu pflegen. Gott übergibt dem Menschen Verantwortung. Also Arbeit ist nicht ein notwendiges Übel, das wir uns ausgedacht haben, um uns irgendwie zu beschäftigen, um uns zu versorgen, sondern Arbeit ist eines der wenigen Dinge, die uns aus dem Paradies geblieben sind. Arbeit ist eines der wenigen Dinge, die uns aus dem Paradies geblieben sind. Das ist interessant. Der Fluch der Arbeit, die Mühe und das mit Mühsam wirst du dein Brot ernähren und ranholen, verdienen, das ändert nichts am Wesen der Arbeit. Das Wesen der Arbeit liegt im Paradies. Das kommt daher. Wenn du in die Schöpfungsgeschichte schaust, dann siehst du, Gott erschafft die Welt und auch dann wird er noch weiter tätig. Also er entwickelt die Erde auch weiter. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und dann geht es weiter, dass er Licht und Tiere und Menschen und alles Mögliche macht. Also er bringt eine Ordnung rein. Er trennt Licht und Finsternis, Tiere und Pflanzen erfindet. Er erschafft den Menschen. Und die Schöpfung ist darauf ausgelegt, dass sie sich weiterentwickelt. Dass Gott sie weiterentwickelt. Er legt selber Hand daran an. Er arbeitet, um die Schöpfer weiter zu entwickeln und dieses Potenzial rauszuholen. Und dann kommt da, und das steht in diesem Text, dass er uns die Aufgabe überträgt, das genauso zu machen. Hey, das ist mein Garten. Das ist dein Umfeld. Das ist dein Garten. Pfleg dieses Umfeld. Kultiviere es. Mach dir auch mal die Hände schmutzig und hol irgendwie Unkraut da raus. Sei fleißig, um das umzusetzen. Weil das ist das Wesen der Arbeit, den Schöpfungsauftrag Gottes weiterzuführen. Worin liegt das Wesen der Arbeit nicht? Auch da ist die Bibel deutlich. Im 1. Timotheus steht es, wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden,
verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die dem Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Geld ist schön. Geld ist an sich auch kein Problem. Ist ein guter Nebeneffekt der Arbeit. Etwas zu verdienen, auch viel zu verdienen, das ist erstmal nicht schlecht. Das ist eine Frucht, eine gute Frucht von Arbeit. Aber hier im Text steht nochmal, die Liebe zum Geld. Da geht's, das ist das Problem. Das ist die Wurzel von Übel. Die Liebe zum Geld, die kommt nämlich aus dem Armutsgeist heraus. Die Liebe zum Geld kommt aus dieser Mentalität der Knappheit. Und die Bibel beschreibt Leute, oder beschreibt diese Liebe zum Geld wie so mit so einem Netz. Wenn du das Geld zu sehr hochhältst, dann ist es wie so ein Netz, in dem du dich verfängst. Und dann triffst du nach und nach unkluge Entscheidungen. Und das merkst du meist erst viel zu spät, wenn du ein Sklave vom Geld bist. Und das kann dir dann passieren. Das kann dir passieren, wenn du viel Geld hast. Das kann dir aber auch passieren, wenn du wenig Geld hast. Also es ist nicht nur, dass die Reichen hier Geld lieben, sondern das ist eine Sache, in der stecken wir alle. Das ist eine Herausforderung, mit der wir alle leben. Und wenn du viel oder wenig Geld hast und in dieses Netz stolperst, weil es dann nur noch um Erhalt geht, um das Geld an sich, dann bist du raus aus dieser Wertschöpfung. Dann bist du abgekoppelt von dem Gedanken, auch anderen etwas Gutes zu tun. Dann kommt hier der Gedanke des Stehlens wieder vor. Also es gibt so Unternehmen, oder du kannst Unternehmen so führen, dass du ihm den Gewinn stiehlst, dass du es aussaugst, dass du den Gewinn nicht dem Unternehmen zur Verfügung stellst, sondern ihn nur noch für dich beanspruchst. Du kannst auch eine Kirche so führen, dass du die aussaugst, dass du nicht einen Wert schaffst, dass du nicht Bedürfnisse stillst, sondern dass du sie aussaugst für dich, dass du den Gewinn für dich siehst, ob das jetzt Geld sind oder andere Sachen, nicht für die gesamte Kirche. Und ich glaube, dass viele Unternehmen eigentlich gut gestartet haben, dass sie gegründet wurden aus einem guten Motiv, nämlich um Nöte zu begegnen, um irgendeine Lösung zu schaffen für ein Problem. Das gibt dieses Buch, diese 4-Stunden-Woche. Haben wir neulich drüber gequatscht irgendwie. Da heißt es, die idealste Lösung, also um wirklich als Unternehmen eine richtige Erfolgsbilanz, eine Erfolgsstory zu schreiben, ist es, finde eine Not, die viele Menschen haben und löse sie. Und ich glaube, dass viele Firmen so begonnen haben, dass sie eine Not gesehen haben und sagen, wir wollen da rangehen. Das ist dieser unternehmerische Geist. Wir wollen Nöte von anderen Abhilfe leisten. Aber dann kommt der ausbeutende Geist und der sagt sich, okay, wir wollen den Kunden in erster Linie das Geld aus der Tasche ziehen. Dieses Stehlen. Ja, und ich spreche deshalb drüber, weil wir in der Gefahr stehen, dass wir eben auch manchmal in der Kirche so denken. Dass wir denken, na gut, kommt der jetzt in die Kirche, weil sehe ich da jetzt erstmal einen potenziellen Geldgeber oder sehe ich da einen, der potenzieller Mitarbeiter werden könnte? Oder will ich was aussaugen oder will ich was geben? Also interessantes Denken. Mentalität der Knappheit oder Mentalität der Wertschöpfung? Passt er in mein Team? Driften wir vielleicht ab? Also spannendes Ding. Das Wesen der Arbeit ist es, etwas Wertvolles zu schöpfen. Den Garten, in den Gott dich gestellt hat, zu kultivieren, zu pflegen, das Potenzial freizulegen, Nöten zu begegnen, Mangel auszugleichen. Nicht um möglichst viel Gewinn zu erwirtschaften, sondern den Schöpfungsauftrag Gottes weiterzuführen, diese Wertschöpfung zu leben. Und dann merke ich, da gehört Arbeit und Fleiß dazu. Auch Angst zu überwinden gehört dazu, diesen Prozess wirklich weiterzugehen, nicht am Geld festzuhalten. Weil da kommt dann die Sorge, und die kennt manchmal auch, was ist, wenn ich mich verausgabe, was ist, wenn ich jetzt mehr gebe, wenn ich noch mehr tue, wenn ich noch eine Stunde investiere, dann kommt dieser Mangel der Knappheit wieder vor. Also diese Angst, dass ich zu kurz komme oder dass ich mich verausgabe, zu überausgabe. Und das bestimmt oft viel mehr unser Wesen, weil wir das Wesen der Arbeit nicht verstanden haben. Und weil wir den Gewinn, dem Geld, zu hohe Bedeutung einräumen. Das Dritte, was ist die Würde der Arbeit? Die Würde der Arbeit aus der griechischen Philosophie, da ist uns noch ein bisschen was hängen geblieben in unserem Denken. Nämlich zum einen, dass Arbeit ein notwendiges Übel ist, gehört halt dazu, haben wir alle. Und das zweite ist, dass geistige Arbeit höher steht als körperliche Arbeit. Dieses Denken, das steckt in uns drin, bis heute. Und das beurteilt die Gesellschaft oft verschiedene Berufsgruppen. Das zeigt sich auch im Lohnniveau. Ja, also ein Erzieher, eine Putzkraft, die verdienen
etwas anderes als ein Lehrer oder ein Banker. Ein Handwerker wird in dieser Hinsicht anders eingeschätzt als ein Anwalt. Scheinbar ist ein Job mit einem höheren Verdienst besser. Die Person ist würdiger in ihrer Arbeit als jemand, der praktisch arbeitet. Ich will gar nicht über Lohnen reden, ne? Aber fand ich interessant, dass das Denken über die Einschätzung, wie wir Berufe beurteilen, schon so ewig daherkommt. Weil die Bibel eigentlich damit gar nicht mit umgeht. Also die unterscheidet da gar nicht. Da heißt es, wenn wir arbeiten, dann führen wir den Schöpfungsauftrag Gottes weiter. Da ist nicht nur die Arbeit an sich, die eine Würde hat, sondern jede Art von Arbeit hat eine Würde. Das heutige Wirtschaftsleben, so diese Wissensgesellschaft, die fördert diese Stigmatisierung von Berufen, von Arbeiten. Da gibt es eben Jobs, die sind unqualifiziert und die sind deshalb auch schlechter bezahlt und nicht so viel wert oder nicht so würdig. Und in der Bibel stellt Gott sich aber als jemand vor, im Schöpfungsbericht zum Beispiel als Gärtner und als Denker, als Planer, der kreativ denkt und gleichzeitig als einer, der mit anpackt, der auch was tut. Er gibt beidem eine Würde. Als Jesus in die Welt kommt, da hätte der als alles Mögliche kommen können. Politiker oder in einem Palast oder was auch immer, als Theologe. Aber er kommt als Zimmermann, als Handwerker. Und trotzdem benutzt er auch seine Worte. Also er benutzt auch beide Sachen und er gibt beidem einen Wert. Das zeigt mir die Würde von Arbeit. Da macht es nämlich keinen Unterschied, ob du was Handwerkliches tust, was Denkerisches, was Digitales, was Soziales. Wann immer du Werte schöpfst, wann immer du diesen Weg weitergehst, diesen Schöpfungsauftrag ernst nimmst, wenn du Ordnung in das Chaos bringst, dann führst du den Schöpfungsauftrag von Gott weiter. Wann immer du Ordnung ins Chaos bringst, führst du den Auftrag von Gott weiter. Kannst du deinen Kindern eigentlich mal sagen? Du kannst mal wieder Gott spielen. Bring Ordnung ins Chaos. Ist sehr gut. Ja? Also wenn du zu Hause deine Wohnung aufräumst, dann lebst du den Schöpfungsauftrag. Wenn du dein Haus renovierst, wenn du Tapeten erneuerst, Fliesen klebst, wenn du Akten sortierst, wenn du Ordnung in das Chaos bringst, wenn du Regale im Kaufland einräumst, dann führst du den Schöpfungsauftrag Gottes weiter. Das ist genauso geistlich, wie wenn du Sonntagmorgen mit erhobenen Händen dastehst und Halleluja singst, wenn du eine Bibelarbeit machst. Das ist genauso geistlich, könnte man jeden mit Hochwürden ansprechen, nicht nur die Leute, die irgendwo angestellt sind in dieser Hinsicht, weil es gibt keine Tätigkeit, ob das jetzt bezahlt oder unbezahlt ist, es gibt keine Tätigkeit, die zu klein wäre für die ungeheure Würde, die Gott jedem Beruf beimisst. Also es gibt keine Tätigkeit, die zu klein wäre für die ungeheure Würde, die Gott der Arbeit beimisst. Also egal, ob du im Büro arbeitest oder in irgendeiner anderen Form, dann bist du im Willen Gottes. Wenn du einen Wert schöpfst, indem du dich investierst, ob durch Zeit, durch Kraft, durch Geld, durch Erfahrungen, dann lebst du im Schöpfungsauftrag. Das heißt auch, wenn du gerade zweifelst, ob dein Job das Richtige für dich ist, dann möchte ich dir sagen, zum einen, dass dein Job nicht weniger oder mehr geistlich ist als ein anderer Job. Dein Job ist etwas Geistliches, etwas schöpferisch Tätiges, wenn du diese Linie fortführst, dass du Ordnung ins Chaos bringst. Vielleicht hängt manch einer auch in einem Job fest, der weiß, das ist nicht meine Berufung. Das entspricht mir nicht. Dann ermutige ich dich auch, fleißig zu sein und einen Schritt nochmal in die richtige Richtung zu gehen. Das ist manchmal, umso älter man wird, umso schwieriger ist es, da nochmal umzusortieren. Aber vielleicht heißt es nochmal aufzustehen, nochmal ein Studium zu machen oder eine Ausbildung zu beginnen. Da gehört Mut dazu, das sichere Gehalt aufzugeben, vielleicht auch sich auf ein neues Terrain zu begeben. Ein Aufwand, da muss man abwägen, was ist gerade dran, was passt, wie geht das, wie kann das schaffbar werden, wohin soll die Reise gehen. Aber beantworte dir die Frage, wo kann Gott mich am besten gebrauchen? Wie bin ich angelegt, wie ticke ich? Und zweifelt nicht an eurer Geistlichkeit. Zweifelt nicht an eurer Geistlichkeit. Ihr seid nicht ungeistlich, nur weil ihr nicht in der Kirche arbeitet. Ihr gehört zu den Massen von 97%, die ganz normal im Alltag leben. Und das ist nicht weniger geistlich als ein Job, der in der Kirche irgendwo ist. Zum Ende will ich noch vier Wahrheiten ganz kurz über die Arbeit benennen, gar nicht groß kommentieren, die aus dem vierten Epheser abgeleitet sind. Vier Wahrheiten über die Arbeit. Das erste, Arbeit ist rein, denn das Wesen der Arbeit ist es, anderen zu dienen. Also Arbeit ist nicht Fluch oder Qual, ist kein notwendiges Übel. Das zweite, Arbeit ist etwas Vortreffliches, denn gute Arbeit abzuliefern macht zufrieden.
Also wenn du siehst, dass du etwas richtig gemacht hast, dann darfst du auch stolz darauf sein. Arbeit schafft Werte. Wenn du arbeitest, dann kreierst du einen Wert für andere. Das ist diese Wertschöpfung. Und Arbeit ist die Basis, um geben zu können. Und geben ist ein Ausdruck von Liebe. Also wieder auch hier, ne? Zeit, Geld, Taten. Aber mit diesem Bewusstsein möchte ich in den Alltag gehen. Da möchte ich Dienstag starten und freue mich fast schon auf das nächste Chaos. Weil ich kann dann Ordnung ins Chaos bringen. Dann kann ich Hausarbeiten einen ganz neuen Blick auf die Hausarbeit bekommen. Dann ist es nicht ein notwendiges Übel, was auch dazugehört, was mit einem Fluch belegt ist, sondern das ist ewigkeitsorientiert. Das kommt, das ist mit einer richtigen Einstellung, es ist fast was Paradiesisches. Das ist viel wertvoller als bisher. Das kommt direkt an den Anfang, als Gott die Welt schafft und sagt, okay, ich fange jetzt an, das ist der Beginn und ich werde dich, Mensch, kannst deinen Namen einsetzen, ich werde dich jetzt beauftragen, diesen Schöpfungsauftrag weiterzuführen. Geh mit dieser Haltung durch die Welt und finde heraus, wie du nicht wie ein Dieb maximalen Gewinn erwirtschaftest, sondern wie du den Garten kultivierst, wie du das volle Potenzial daraus holst, wie du sogar anderen dadurch in ihren Nöten begelten kannst, um Werte zu schöpfen. Amen. Ich wollte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns geschaffen hast auf eine ganz kreative Art und Weise. Und das herauszufinden ist schon schwer manchmal. Deshalb bitte ich dich, dass du uns die Augen öffnest zu dem, wie du uns siehst und wie wir ticken und angelegt sind. Und ich bitte dich, dass wir ein Umfeld finden, in dem wir das ausleben können. Ich bitte dich, dass wir unsere Arbeit, unsere Berufe danach orientieren, was du dir ausgedacht hast für uns. Ich bitte dich, dass du dieses Denken aus den Herzen und aus den Köpfen vertreibst, dass es geistliche Arbeit gibt und ungeistliche Arbeit gibt. Ich bitte dich, dass du uns einen neuen Wert zusprichst, also unsere Arbeit auch einen neuen Wert zusprichst und dass du mit uns auf diese Reise gehst, aus der Mentalität der Knappheit herauszukommen, uns vom Mangel bestimmen zu lassen und dass du das änderst, dass wir Werte schöpfen, dass wir deinen Schöpfungsauftrag weiterführen, Ordnung ins Chaos zu bringen, den Garten zu bewirtschaften, unser Umfeld zu kultivieren. Ich danke dir, dass du mit uns auf der Reise bist und segne jeden Einzelnen dabei, dass du in dieser Woche uns einen neuen Blick auf unsere Arbeit schenkst. Danke für diese Reihe und ich bitte dich, dass es unsere Herzen tatsächlich prägt und verändert. Amen.